Und damit willkommen zu einem weiteren Spiel meinem Adventskalender, Röki. Ein Point-and-Click-Adventure in eisigen Gefilden. Und wir beginnen sofort. Wieder knapp eine halbe Stunde, denke ich mal. Wir machen ein neues Spiel. Jo. Lars und Tove. Lars. Große Schwestern. Lars. Mensch, Lars, jetzt komm endlich her. Was macht der kleine Bub? Tove? Da hinten im Hintergrund eine Stadt. Was hast du da drüben gemacht? Da war ein Nockenwassergeist und ein Krolkekröte. Eine wahrscheinlich. Und natürlich. Und jetzt wird es Zeit, nach Hause zu gehen, kleiner Tomte. Nein. Und er rennt einfach weg. Ne, wir können uns bewegen. Drücke zum Bewegen, okay. Oh, guck mal, kann ich Schneespur machen. Interessante Grafik auf jeden Fall. Oh nein, nicht schon wieder. Lars. Immer dasselbe. Na gut, dann rennen wir mal hinterher. So Steine. Hühnergötter, wie wir sonst nennen, wenn wir es nicht klein finden würden. Hier sind es aber bestimmt Grenzmarkierungen. Lars. Wohin bist du jetzt wieder gerannt? Können wir zur Abwechslung nicht mal gehen? Oh, wir spielen also ein Spiel. Stecken also. Hä? Süß für ein Monster. Zumindest glaube ich, dass das ein Monster ist. Baby Yoda vielleicht. Mama würde wissen, wie es heißt. Er ist mein neuer bester Monsterfreund. Verschwinde, miefende Schwester. Oh, das werden wir schon noch sehen. Vielleicht kann ich ihn mit irgendwas herauslocken. Ja, da wüsste ich sogar was. Das ist ein Schneeball? Dieser Schneeball sollte perfekt passen. Ah, okay. Geh ich schon da runterziehen? Du wolltest nicht anders, Lars? Und ups. Ups. Rumpelt ja. Huch. Tove, die Monsterbezwingerin. Du hast ihn traurig gemacht. Entschuldige dich. Beklager, Monster. Können wir jetzt gehen? Ich habe Hunger. Ich will Monster spielen. Nun, ich will was essen. Vielleicht esse ich einfach dich. Turbo-Monster. Lauf lieber los, kleiner Tomte. Mein Tagebuch. Oh, da können wir Notizen, ich hatte alles jetzt lesen, Beute, Abzeichen. Schön, also so allgemein so mit einem Handbuch oder irgend so ein Buch, das finde ich eigentlich ganz hübsch in Spielen. So, was haben wir denn hier noch? Hier liest du irgendwas im Boden? Yes! Oh, es schneit schon früh. Das kommt die Sammlung. Wir sammeln also Blumen. Und wir haben ein Schneeglöckchen. 1 von 48, ah, man kann also hier Pflanzen sammeln. Schnell, unter der Brücke ist ein Troll. Lauf, Tove. Glaube, dass er sie manchmal wirklich sieht. Lars. Ich lasse ihn besser nicht so weit davonlaufen. Da oben ist ein Haus zu sehen am rechten Rand. Ein eingeschneiter Zaun. Oh, schnief, schnief. Was ist los? Hast du dir wehgetan? Oh, du hast nur dein Spielzeug fallen gelassen. Wieder mal. Boah, hallo. Ich sollte es mir wohl mal genauer ansehen.
Um einen Gegenstand in deinem Rucksack anzuhören, tippe auf A. Diesmal fehlt Herrn Jütten ein Auge. Er braucht dringend eine Notzusammenflickung. Okay. Gucken wir mal, ob man irgendwo was findet dazu. Doch, wo kommen wir ja bestimmt hier nirgendwo rein? Ich frage mich, ob alles noch da unten ist. Alles? Was ist alles? Mhm. Irgendwann bekommen wir eine Toilette im Haus, sagt Papa. Ah, okay, die haben noch eine Toilette. Oh Gott, bei dem Schnee. Eieiei. Hier ruhen Shelley und Stoker. Die beste Katze und der beste Vogel der Welt. Oh. Haustiere beigesetzt. Ich meine, es schon so ist, eine Toilette außerhalb nicht gerade das Schönste, aber dann noch. Das Muster auf dieser ausgetrockneten Motte sieht aus wie ein Rabe. Das kommt gleich ins Tagebuch. Ah, okay, da wird alles mitgenommen. Noch mehr Raben? Ein schlechtes Omen, wie Mama immer sagte. Nee, ich meine nur, wenn es dann noch so arschkalt ist, machst du das Wort hier, dann auch jedes Mal rauszugehen, um seinen Notdurft zu früchten. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Schubkästen. Wieso behält Papa dieses ganze Zeug? Ihr Zeug hat er nicht behalten. Oh, oh. Etwas Klebstoff. Meine Finger sind deswegen mal eine Stunde zusammengeklebt. Und das Auto? Papas Auto. Ich glaube, er hat es nicht oft benutzt seit damals. Also alles von ihr weggeworfen, würde ich mal fast so interpretieren, als hätte sich die Frau getrennt. Oh, Schneekuppe. Du hast schon bessere Tage gesehen, was? Oh. Kleiner Schneemann. So, wir nehmen jetzt das und Jütun. Und mit Klebstoff zusammen haben wir wieder so gut wie neu. Und den werden wir doch jetzt bestimmt. Abzeichen Handwerker. Kombiniere erfolgreich zwei Gegenstände. Perfekt. Wir nehmen den und benutzen den mit unserem guten kleinen Bruder. Wie oft habe ich dich schon jetzt zusammengeflickt, Herr Jütun? Hier, lass ihn bitte nicht mehr fallen, okay? Versprochen, Herr Jütun. Bedank dich bei Tove. Tack, Tove. Tack, tack. Du darfst jetzt meine Freundin sein. Haben wir den kleinen Bub glücklich gemacht. Ist doch schön. Und wir können damit ins Haus gehen. Ich hoffe, wir tun uns unsere Schuhe mal abtreten irgendwo. Den ganzen Schnee ins Haus bringen. Da wird ja fuchsteufels wild werden. Ach, guckt an. Bärtiger, älterer, dickbäuliger Typ mit einem Karo, Oberteil, wie man kennt, klischeehaft. Na gut. Papa, ich frag mich, ob du von Mama träumst? Weil so ein kleiner Ofen für den Riesenholzhütter. Was gibt's zum Abendessen, Lars? Was gibt's zum Abendessen, Lars? Klicke auf den Sekundäreffekt, mit dem du interagieren kannst, hervorzuheben. Ah, okay. Sommer. Unser Herd, das ist die einzige Kochstelle, die funktioniert. Die einzige, ihr könnt da immer noch was in einen anderen Ofen werfen. Was gibt's hier schönes im Kühlschrank? Ihr habt zumindest irgendwie Strom, ja, also muss man fairerweise sagen. Viel ist nicht versagt. Sieht aus, als gäbe es Eier. Wieder mal. Mit dieser Schüssel wird's klappen. Dann werden wir doch mal Eier nehmen. Keine Schalen, langsam habe ich es raus. Also keine Eierschalen, meinst du? Und damit einen Topf. Okay, braucht noch was. Was haben wir hier noch? Das Zeug stinkt, wieso behalten wir das im Haus? Ist das Dünger? Streusalz? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal zum Papa. Papa? Papa? Ich hoffe, du träumst was Schönes, Papa. Hast du etwa hier 3x Alkohol? Draußen sieht es echt ungemütlich aus. Komme ich nicht weiter? Das ist im wahrsten Sinne eine Staubdecke. Oh, Papa. Läuft aber nicht mehr am Bett. Seitdem irgendjemand nicht dabei ist. Ich will doch nur ein Nickerchen machen. Nicht jetzt, Tove.
Armer Herr Jotun. Eines Tages wird er dich wirklich verlieren. Zupf, zupf, schwer! Okay. Da drüben. Ah, ist eine Pfanne und da hinten habe ich schon was übersehen. Na, Mausloch. Ob die Maus immer noch da ist? Na, vor allem die Wände sind nicht so dick, oder? Da eine Maus dazwischen. Aha. Meine Lieblingspfanne, die Bratpfanne. Und da hinten ist noch irgendwas. Ups, hab den Abwasch vergessen. Vielleicht sollten wir aus der Pfanne essen. Igitt, igitt. Kapitel 1 zu Hause. So, wir haben jetzt die Eier. Rühreier, richtig schön flaumig. Genau wie Mama es mir beigebracht hat. Ich muss die Pfanne zuerst... Ah, okay. Die wollen es jetzt wirklich genau machen. Pfanne? Das sollte nur heiß sein. Und jetzt nehmen wir die Rühreier und rein damit. Also das Ei. Kann man zu viele Eier essen? Aber vielleicht musst du ein bisschen rühren. Ich weiß nicht. Löffel? Lars, wenn du nochmal schießt, gebe ich dein Abendessen den Raben. Setz dich, ist gleich fertig. Aber ich meine trotzdem nur Eier. Ich meine... Wo haben die ganzen Eier her? Ist immer das Bild aus der Nähe. Schon wieder Eier? Tove. Sie machen dich groß und stark. Ich will Pfannkuchen. Aha. Es gibt nur Eier. Oder vielleicht finde ich noch ein paar von Papas Rollmöpsen. Eier. Wenn du alles aufisst, wirst du vielleicht ein Riese wie Herr Jotun. Möglich ist alles. Zeit fürs Bett, kleiner Tomte. Aber ich bin nicht müde. Lass mich mit dir aufbleiben. Geh schon. Ich komme gleich nach. Wir könnten ein neues Buch anfangen. Ich muss mich nur schnell ums Feuer kümmern. Das ist nämlich auch wichtig, damit es warm bleibt. Kleiner Tomte. So, ums Feuer kümmern. Ich nehme an, wir müssen auch ein bisschen. Gut, trockenes Feuerholz. Es muss warm bleiben. Wir brauchen hier drin etwas Wärme. Na, gleich reinwerfen, muss ich dann noch irgendwas aufmachen. Nehmen wir Handschuhe an. Braves Feuer. Halte Papa warm. Genau wie der Alkohol neben ihm. Okay, damit haben wir genug gemacht. Und wir gehen hoch ins Kinderbett. Oh. Henrik. Heißt da Eva ist bestimmt die Mutter? Eva? Nein, Papa, ich bin's nur. Tove. Vor allem nur. Oh, Tove, du hast Abendessen gemacht? Ja, Papa, ich hab dir etwas übrig gelassen. Oh. Du bist ein gutes Mädchen. Bleib nicht zu lange auf. Papa? Werde ich nicht. Papa? Oh je, ich glaube, der Vater hat einige Probleme. Seit der Trennung. Also ein bisschen kindlich eingerichtet, ist ja schön. Was haben wir denn Schönes? Diese Löcher werden immer größer. Ach so, am Dach. Vielleicht gibt es in der Bibliothek gute Bücher über Klempnerarbeiten. Meine geliebten Horrorromane. Als gute Nachtgeschichten taugen sie allerdings nicht. Geschichten des Waldes. Das gehörte mal mir. Zuziehen, genau. Poster? Mhm. Lars malt ständig Kreaturen aus seinen Lieblingsmärchen. Er hat wirklich Talent. Guck mal, hier vorne sind noch irgendwelche Figuren. Kleiner Fuchs, Wolf. Dein Bär. Weitere Tiere. Ja gut, da werden wir bestimmt mal mit dem Buch was vorlesen. Geh schlafen, Lars. Ich brauche Herrn Jotun. Achso. Dann gebe ich ihm den mal. Du hast ihn schon wieder fallen gelassen. Nächstes Mal hebe ich ihn nicht mehr auf.
Okay, kleiner Tomte. Zeit für eine Geschichte. Mich triggert gerade ganz schön, dass die immer noch Schuhe anhaben. Und dass die bei dem Fell auch über mit den Schneestiefeln drüber gelatscht ist. Wie wär's mit die Jötner und das Baby? Ja, ja. Das war auch Mamas Lieblingsgeschichte. Sie hat immer gesagt, sie sei wahr. Aber das macht keinen Sinn. Lies. Okay, okay, los geht's. In den Tagen von ehemals, da war der Vierwächter Stunde. Die Jötner wachten über den Wald und dessen magische Kunde. Der geduldige Jötunbjörn mit seinem herbstlich braunen Fell. Der stolze Jötunjord, ein Geweih in der Sonne, schimmernd so hell. Der verspielte Jötun Ulfor, der neuem Leben Wachstum schenkte. Und der schlaue Jötun Raven, der das Land in weißen Zauber drängte. Das Rad der Zeit, es drehte sich Menschendrang in das Reich der Wächter ein. Und einer von ihnen, groß und hold, hackte die Stämme von Erle und Ulme klein. Liebestrunken gab sich Jötun Raven die Form eines Menschen gleich. Endlich vermählt wurde des Winters einstig Herrscherin Herz ganz weich. Sie gab sich selbst den Namen Röka und gebar sogar ein Kind. Doch es war nur halb Mensch, das machte sie vor Wut fast blind. Und das war fürs Schwarz? Okay. Entsetzt verbannten die anderen Wächter Mutter und Sohn in eine Schattenwelt. Und obgleich ihre Kraft dadurch auch schwand, die Ordnung war wiederhergestellt. Und eben dort spinnt sie Ränke für ihres Kindes Wiederkehr. Unsere Welt durch Rabenaugen beobachtend, trauert sie noch sehr. Ach so, wir werden müde. Oh, ich glaube, die Geschichte hat mich sogar ein bisschen müde gemacht. Kann meine Augen nicht mehr. Tove? Muss aufs Klo? Oh, ich muss beim Lesen eingeschlafen sein. Wie spät ist es? Ich muss Pipi, Tove. Pipi. Es ist sehr kalt. Zieh dir genug an. Aber du hast gesagt, ich soll nie allein gehen. Uff, ja, das habe ich. Kleider und Schuhe anziehen, schnell. Keine Spielsachen. Darf ich meine Murmeln mitnehmen? Nein, ich meine das ernst. Die Murmeln haben alle deine Taschen zerrissen. Komm schon, gehen wir. Los, los. Da muss aber jemand wirklich dringend, hm? Na gut, dann folgen wir so. Das ist neu, oder? Das Bild. Die Familie, nur Lars fehlt, aber er war noch nicht geboren. Wir haben die Haare von unserer Mutter geerbt. Und bei der Kiste? Unser alter Kofferraum. Vielleicht machen wir eines Tages gemeinsam eine Reise. Kofferraum? Okay, interessante Formulierung. Das Feuer ist fast wieder aus. Ich sollte was nachlegen. Was hat denn der Papa da um sich stehen? Essen? Büchsen? Dokumente? Viel Holz ist aber nicht mehr. So, wieder angenehm warm. So, na komm, Kleiner.
Komm, kleiner Tomte. Ich bin kein Tomte. Aber ein Tomte ist klein, spielt Streiche und hilft bei der Hausarbeit. Hm, vielleicht hast du recht. Also helfen bei der Hausarbeit, so viel habe ich das nicht gesehen bei ihm, aber gut. Er ist noch klein. Ah, Raben. Was haben die hier zu suchen? Oh. Wie nennt man so viele Raben? Das sind wirklich viele. Tove, ich muss aufs Klo. Jetzt. Ich warte hier, beeil dich. Wenn die zuschauen, kann ich nicht gehen. Okay, wir müssen die vertreiben. Irgendwas Seltsames geht hier vor, als wären wir in ein Märchen gestolpert und irgendetwas beobachtet uns dabei. Diese Zeilen werde ich mich bestimmt mal selbst auslachen. So, ich versuche erstmal, die hier wegzuscheuchen. Geht die auch weg? Nee. Ah, Kieselsteine, nicht tödliches Vogelabwehrmittel. So, versuchen wir die wegzukriegen. Der Weg ist frei, kleiner Tomte. Ah, sie bewachen das Klo. Ich kann nicht gehen, wenn sie drauf sitzen. Lars, das sind nur Vögel, okay? Mhm. Schau her, ich werde ihnen zeigen, wer der Boss ist. Wir haben die Tür offen gelassen. In unsere warmes Heim. Okay, wenn er meint. Tut mir leid, ihr Vögel. Jetzt darf Lars das Plumpsklo nutzen. Okay, sind weg. Geh pinkeln. Oh, wie kalt es sein muss. Du weißt dich besser, Lars. Ich erfriere hier draußen langsam. Tove, was war das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein umfallender Baum? Es wackelt alles beim Pet. Vielleicht ist es ein Monster. Es gibt keine Monster, Lars. Hier sind nur ich und meine gefrorenen Zehen. Lars, komm schon. Aha. Ist der Hinter da drin eingefroren? Beeil dich. Ich hab Angst, Tove. Was, wenn es ein Troll ist? Ich weiß nicht, was das ist, aber wir gehen jetzt hinein. Komm mit, kleiner Bub. Ich kümmere mich drum. Achievement. Höher. Bring Lars zum Plumpsklo. Perfekt. Wir sind eine gute große Schwester. Auch wenn die ganze Tür offen gelassen haben, so schön, dass die Kälte reinzieht. Jetzt sind wir sicher versprochen. Aber ich habe immer noch Angst. Ich beschütze dich, nicht erschreckt Tove, die... Lars, komm zurück. Das ist ein Albtraum. Ich schlafe immer noch. Wach auf. Nein, das kann ich nicht riskieren. Geh zur anderen Leiter. Haben wir irgendwas zu mitnehmen? Ja, die Scherben. Ein Holzsplitter von unserem alten Haus. Armen. Ich sollte nicht zu nah ran. Okay, das hat sich ja schnell gewandelt. Ich komme Ihnen nur ungern so nah. Lass es klappen, bitte, bitte, bitte. Nimm das. Mutiges Mädchen auf jeden Fall. Kurz ein Auge. Es hat funktioniert, aber unser Haus. Den Weg nach unten finden. Was ist das für ein Ding? Wir bauen uns ein. Genau, wir machen da was Schönes draus. Ein Strick. Ach.
Wow, jetzt haben wir nur noch wenig Privatsphäre. Sogar noch viel weniger. Sag mal, sind das die Skizzen dort hinten? Wahrscheinlich von Wesen, die er da sieht. Nur noch Fetzen. Diese Klauen müssen scharf gewesen sein. Okay, können wir das Dreis schon verbinden? Langsam kommen wir der Sache näher. Zum Glück habe ich diesen Knotenkurs besucht. Damit sollte es klappen. So, binden wir das hier vorne dran. Wir gucken, was mit dem Papa ist. Das sieht stabil genug aus, hoffe ich. Lars, du zuerst los. Das ist an ein, zwei Stellen nur festgenagelt. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut hält. Halt dich gut fest. Aber die Kinder sind auch leicht geschwächt. Bitte, nur nicht reißen. Und der Vater schläft immer noch. Papa? Geht's dir gut? Tut dir nichts weh? Wir müssen Papa aufwecken und von hier verschwinden. Was ist das? Dieser Brotsch ist was Besseres als ein Splitter. Was haben wir hier vorne? Ein großer Splitter. Ein Stück Stoff, das ein neues Zuhause braucht. Wir haben das Geweih, können wir das Geweih mitnehmen? Wenn wir dich nur irgendwie rauskriegen könnten, Herr Feuer. Molotow? Was ist das? Was ist hier? Alkohol? Tut mir leid, Papa, das brauche ich jetzt. Okay, wir machen Molotow-Cocktail draus. Hätte nie gedacht, dass es mir egal wäre, das Haus niederzubrennen. Genau wie in diesen Filmen, die mich Papa nicht schauen lassen. Okay, aber du trotzdem kennst. Dieses Ende anzünden und dann werfen. Dann werfen wir den Kleinen. Los geht's. Oh nein, Papa. Papa. Papa, steh auf, komm schon, bitte. Nein, du darfst nicht auch gehen. Nein. Tove, geht es Papa darunter gut? Papa. Papa. Ich glaube, er bewegt sich. Tove, geh, nimm deinen Bruder und geh. Nein, Papa. Dein Bruder für Mama. Erinnere dich, Tove, an das, was sie gesagt hat. Nein, Papa, bitte. Hilf ihm, Tove. Hilf ihm, Tove. Oh, es ist so heiß. Ich komme nicht durch dieses Feuer. Tove, in den Keller, los. In den Keller. Lass schnell, du hast gehört, was er gesagt hat. Aber was mit Papa? Er wird entkommen, das muss er einfach. Und jetzt gehe. Guck mal, das Gretscher-Typ, der wird es wohl hinkriegen. Beim Riesenmonster mit Cloud. Es muss einen Weg nach draußen geben, aber ich sehe nichts. Besser. Ich muss vorsichtig sein. Hier lang zum Fenster. Der alte Schlitten, das ist es. Wir könnten damit in die Stadt fahren, um Hilfe für Papa zu holen. Armer Papa. Zu hoch oben. Ich muss einen Weg finden, an ihn heranzukommen. Hey, Tove, sieh nur, mein alter Robo-Roboter. Ich dachte, Papa hätte ihn weggeworfen. Gut, spiel mit Robbo. Er ist sehr mutig. Er wird dich beschützen. Und pass gut auf, solange ich etwas suche, womit wir hier irgendwie rauskommen. Juhu, er geht los. Okay, und damit würde ich sagen, beenden wir mal diese kleine Exkursion in Ryuki. Ich bin sehr angetan. Also auch wieder schöne Grafik, nette Gameplay-Elemente und es geht ja schnell zur Sache. Diesem Riesenwesen. Wenn ihr auch wissen wollt, was hier eigentlich abgeht, wie weit es zusammenhängt in diesen Märchen, was wir gerade eben vorgelesen haben,
und wie es mit den Geschwistern und ihrem Vater weitergeht, dann liked und kommentiert am besten das Video, damit ich weiß, dass ich das vielleicht nächstes Jahr mal Let's Playen sollte. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst, euer Lanito. Tschüss.